Weiterbildung im ambulanten Bereich, wichtiges Thema. Käme das für Sie in Frage? Wie wichtig ist das für Sie? Nein, für mich individuell käme es nicht in Frage. Ich mag es an der Uni sehr gern, aber es ist ein sehr wichtiges Thema, gerade in meinem Fach. Ich denke, man kann da auch sehr vieles sinnvoll weiterbilden. Es muss nicht jeder in einer stationären Versorgung theoretisch weitergebildet werden. Das ist einfach auch, je nachdem, was man später mal machen will, sehr unterschiedlich wichtig. Also wenn man lernt, was man später macht, ist das komplett adäquat. Wenn man sich allerdings dafür interessiert, fände ich es schön, wenn man die Option hätte. Das fände ich sehr gut. Auf jeden Fall. Die Medizin besteht aus der Versorgung im ambulanten Bereich, aber auch im klinischen Bereich. Und ich glaube, dass es oft Differenzen gibt, die überbrückbar wären, wenn man einen regeren Austausch hätte in der Weiterbildung im ambulanten als auch im stationären Bereich. Und ich würde das sehr willkommen heißen, auch in meinem Fachgebiet. Für mich aktuell nicht, weil gerade in meinem Fachbereich ist im ambulanten Bereich die Spezialisierung relativ schwierig oder meistens sehr fortgeschritten. Also entweder ist die Praxis dann sehr speziell oder sehr allgemein. Und ich finde es wichtig, dass man eben diesen großen Einblick zumindest am Anfang bekommt, für mich persönlich. Ich fände aber eine auch ambulante Weiterbildung sehr spannend und das auch als Kooperation, wie auch schon zuvor gesagt, eine ambulante und stationäre Kooperation, um halt einen besseren Einblick in die gesamte Arbeit zu bekommen. Also in der Chirurgie spielt der ambulante Bereich eine kleinere Rolle. Tatsächlich, gerade in der Allgemeinchirurgie braucht man einfach die großen Operationen und die werden nur in den großen Kliniken oder auch in den kleinen Kliniken gemacht. Aber man braucht auf jeden Fall ein stationäres Umfeld, sodass die ambulante Versorgung eigentlich nur zeitweise möglich ist. Aber da sicherlich für die ein oder andere auch attraktiv, weil die Arbeitsbedingungen da einfach andere sind. Wenn das zu meiner Zeit möglich gewesen wäre, auf jeden Fall, weil man muss, wie ich immer sage, zwei Perspektiven sehen, einmal in die Klinik und tatsächlich auch einmal in der ambulanten Medizin, weil in der Zukunft wird vieles auf die ambulante Medizin umgestellt. Also aus meiner allgemeinmedizinischen Sicht ist es total wichtig, im ambulanten Setting auch Weiterbildung zu machen, weil dort einfach total viel Basisversorgung stattfindet und wir dort auch genug gut weitergebildete ärztliche Kolleginnen brauchen, um die PatientInnen zu begleiten und auch möglichst so zu begleiten, dass sie nur dann ins Krankenhaus müssen, wenn es wirklich sein muss. Auf jeden Fall. Ich denke, es ist sehr wichtig, ein ganzheitliches Gesundheitssystem zu sehen, sowohl im Krankenhaussektor als auch im ambulanten Sektor. Und auch da gehört es dazu, eine strukturierte und kapazitätstechnisch ausgeweitete Ausbildung aufzuführen.